Und Angriff. Natürlich. Okay, zuerst die freundlichen Viecher. Die halten auch ein bisschen was aus. Bö. So. 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 So, wie geplant. Perfekt. Nichts tun. Angreifen. Genau. Nichts tun. Oh. Die hauen schon ab, wie es aussieht. Das ist gut. Genau. Die hauen ab. Aber irgendwie ist mir das gerade alles unsympathisch. Ich meine, es gibt keine Beute. Es gibt kaum was wirklich zum Plündern. Und vor allem, die geben kaum Erfahrung, die Viecher. Und abgesehen davon, dass sie einfach nur nervig sind. Mit ihrer Magie-Immunität. Ja, schön. So, super, toll, schön. Los. Stirb. Stirb, danke. Ist mein... Ach. Wenn man einmal diese Leute sterben benutzt hat, sieht man nicht mehr. Mit normalen Vögeln. Also hier ist die Wand. Dann ist hier so eine Wand. Muss ich das hinterfragen? Okay. Ich will auf jeden Fall die Frostlawinen hier benutzen. Einfach um diesen scheiß Fernkampf von 1 aufs Maul zu geben. Hier gibt das. Hier ist vor allem dieses Pew. Auch wenn es ein bisschen wenig Schaden macht, aber damit muss man leben. Ich. Oh Gott. Ich vergesse immer wieder. Habe ich dieses Thema richtig erklärt eigentlich? Ich glaube ja nicht. Egal. Los, stopp, stopp, stopp. Natürlich nicht. Oh! Ist einer vorgekommen. Komm her, mein Freund. Du bekommst es ein Begrüßungsgeschenk. Mal abgesehen, wie hässlich diese Viecher sind. Es macht einfach keinen Sinn, dass sie Steine spucken. So. Zum Glück halten sie nicht viel aus im Nahkampf. So. Tot. Und jetzt Partyfurken. Überraschung. Also das ist echt mal eine nützliche Funktion. Ganz ehrlich. So. Und du? Und jetzt müsste der Kampf eigentlich in der Runde erledigt sein. Genau. Du hast Stufe 19 erreicht. Und ich bekomme mehr nutzlose Steine für Rainer. Meine Pille. Ja. Au! Das ist gemein! Und Heilung.
Heilung. Heilung. Heilung. Ah, Heilung. Heilung. Leichte Heilung. Oh Gott. Meine Magen sind voll von Arsch. Okay, noch ein bisschen rote Tränke dazu. Von wegen. Magie wieder auffüllen. Ja, es ist gerade so super toll, spannend. Was soll ich machen? So. Also hier kommen Feuerbälle lang geflogen. Das ist schon mal voll unsympathisch. Und die Tür hier? Sollten wir wieder hier rein. Kann man hier auch durchgehen? Nö. Warum könnte man durch das... Wieso wir durchgehen? Es gibt irgendwie keinen... Wo kann dieser Feuerball her? Daraus. Oh. Ist hier irgendwas Interessantes natürlich. Warum kam da ein einzelner Feuerball? Will ich wissen, was der bewirkt? Noch mehr Feuerbälle. Natürlich. Und jetzt? Habe ich einen lilanen Block bewegt. Und weiter? So kannst du hin und her schieben. Und was bewirkt das? Oh, ah! Was ist das denn für ein krankes Rätsel? Was war das denn? Ist das cool? Oh Gott. Mir ist dieses Level gerade sehr unsympathisch geworden. Vor allem, weil es ewig dauert. So. Und noch einer. Noch einer. Okay, da kommt er. Ich will mal kurz einschätzen. Jetzt bin ich... Bin ich schon zu weit. Egal. Feuer. Frei. Und kann ich mir mal anschauen. Oder war das richtig? Oh, das war richtig so. Wow. Also das... Boah, nicht schlecht. Fackel. Manipulieren. Und gucken, was abgeht. Aus ganz viel Mist. Frostlawine. Also der Zauber hat schon was von der Animation her auch. Vor allem habe ich einzug meine Ruhe von dem ganzen Scheiß hier. Einführen, einführen, einführen. Ja, also zum Magiesystem kann ich noch was sagen. Das funktioniert so, je öfter man den Zauber einsetzt, desto mehr Erfahrung steckt man direkt in diesen einen Zauber und umso mächtiger wird er. Das heißt,
Jetzt macht er zum Beispiel schon 2 Schaden gegen alles und jeden. Und so wird es dann hochgestaffelt. Egal, Und die sind wieder aufgetaut, natürlich. Weil es so schön war. Und... Ach, die hauen schon ab. Trö bewegt sich in die Offensive. Trö greift an. So. Ach, ja, das ist gut. Und noch mehr Steine. Ich hoffe immer, die kann ich verkaufen, sonst kriege ich schlechte Laune. 99. Okay, Truhe. Dann ist heiß. Ich traue mich mal. Nicht verflucht. Was? Mehr maximale Mana, mehr maximale HP? Aber keine Verteidigung, wie es aussieht. Nee. Ja, das war echt praktisch für Magier. Mehr maximales Mana. Das würde ich. Aus irgendeinem Grund Kuna. Nee. Meld das geben. Ja, und das Ding kriegt Kunak, weil es mehr Verteidigung hat. Okay, dann. Den Rest kriegt Marina einfach. Weil der kann. So, Exit. Aber ich würde dann doch mal sagen, das waren jetzt 2 Videos. Ich bin Garo0234 und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich den Rest des Kellers erkunde. Also bis dahin.